Leute, es kam wieder ein wunderschönes Paket für mich an. Auf das habe ich schon ganz lange gewartet. Also gut, ganz lange, eine anderthalb Woche. Aber ich habe mich so darauf gefreut, weil hier so tolle Sachen drin sind. Im ersten Produkt werdet ihr auch gleich sehen, wo ich bestellt habe. Bei Beauty Bay. Ich liebe Beauty Bay. Beauty Bay ist einfach mein Safe Space. Das hier ist die Smoky Palette. Die kam dieses Jahr neu raus, vor ein paar Wochen. Leute, diese Palette verbirgt Shades. Die sind so selten in Lidschattenpaletten drin. Ich habe kaum Lidschattenpaletten, die ordentliche, graue Shades drin haben. So wirklich richtige smoky, kühle Töne. Fast nie. Und Beauty Bay hat jetzt einfach eine ganze Palette damit rausgebracht. Als nächstes habe ich mir einige Produkte von Made by Mitchell gekauft. Einmal das hier. Ich gehe mal davon aus, dass das Pinselset ist. Ja, hier vorne sind schon Pinsel drauf. Ich liebe auch das ganze Design von Made by Mitchell. Die Sachen sehen einfach so geil aus und die sind auch so geil. Die sind so gut. Wir haben hier Face-Pinsel und auch ganz viele Lidschattenpinsel. Ich denke, die werde ich dann gleich mal für die Smoky-Palette nehmen. Die dann unbedingt noch auspacken und die werden dann gleich in meinen kleinen Pinselvorrat kommen. Ich lieb's. Dann kriegt man noch die Tasche dazu. Ich habe wirklich nicht viel bezahlt. Ich schreibe euch mal den Preis hin, wie teuer die waren runtergesetzt. Next one von Made by Mitchell ist diese Eye Lights Palette. So ist das ein Brightening Powder. Wie der Name schon sagt, soll das Ganze natürlich aufhellen. Hier sind einfach vier verschiedene Farben drin und ich finde, die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Ich bin ja sowieso ultra hell. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir dazu Videos angeschaut, bevor ich mir den in den Warenkorb getan habe. Und das sah echt gut aus. Und viele waren davon auch sehr begeistert. Deswegen. Die nächsten Produkte sind auch so krass. Auch ein sehr neues Produkt von Made by Mitchell. Ich pack's gerade noch aus. Das ist die Comet Case Lights Palette. Und vielleicht schon diese Curve Cases von Made by Mitchell. Das ist quasi genau dasselbe Prinzip, nur als Highlighter. Als Highlighter. Oh, ich habe da auch schon so viele Videos gesehen. Die sahen so krass aus. Nee, da bin ich immer weg, ne? Das Packaging, wie wir es kennen und lieben. Hier hinten drauf sind die Farben. Und dann habt ihr hier die Shades drin. Guckt euch das bitte mal an. Ich kann im Tageslicht gar nicht so richtig erkennen, dass das Highlighter-Shades sind. Eigentlich nur so ganz leicht. Ich hoffe mal, ihr seht es ein bisschen in der Kamera. Ich glaube, man kann das dann am besten sehen, wenn ich die wirklich auf mein Gesicht auftrage. Und jetzt, last but not least, noch ein wunderschönes Produkt von Made by Mitchell. Ich bin wirklich schon fast überzeugt davon, dass diese Palette hier die Antwort auf alle Fragen der Make-up-Welt sind. Das ist die Curve Case Collective Palette. Die XL Blush Palette. Blush Palette. Ich liebe es. Sind die ganzen Farben. Guckt euch das bitte mal an. Schaut euch diese unglaublich geile, wunderschöne Palette an. Ich weiß nicht, mit welchem Shade ich anfangen soll, weil ich die alle geil finde. Ich würde die am besten alle einfach auf mein Gesicht auftragen. Die Stellung war nicht billig gewesen, muss ich sagen. Und die Palette ist definitiv auch nicht die günstigste. Ich glaube, die war aber auch runtergesetzt gewesen bei Beauty Bay jetzt. Ich hatte es auf jeden Fall gelohnt. Ich werde alle Farben benutzen. Ich werde diese Palette lieben bis zum letzten Tag. Weil ich so viel bestellt habe, habe ich auch noch von Beauty Bay ein kostenloses Wimpernserum bekommen. Ich bin auf jeden Fall super, super happy mit dem Kauf und hat es mir wahrscheinlich kaum angemerkt. Ja, so viel dazu. Wer bis hierhin dran geblieben ist, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei diesem unglaublich tollen, zufriedenstellenden Haul. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.